Ich bin nicht.
Ja, jetzt kommt die Hürden vorbei, die dritte Hürde ist City Knights von Hannover, heute mit einem neuen Teilnehmerrekord. Insgesamt 2000 Teilnehmer haben wir hier hinter unseren Begleitfahrzeugen. Die sind für gut 30 Minuten am Nachtstieg von Hannover aus dem heutigen Kurs gegeben haben. Das heißt, fast 2000 Teilnehmerradfahrer auf einer Runde von 20 Kilometern mehr durch die Hannover City. Heute als Vorprogramm für morgen in Niederzellen. Morgen ab 8 Uhr großes Programm vor dem Hannoverschen Kunsthaus des NDR. Aber heute Abend hier schon live dabei bei der dritten Rede zu den Knights von Hannover. Vielen Dank, dass wir viele dabei sind. Das zeigt, dass unsere Arbeit gut geht. Es sind immer mehr Leute aus dem Hackstall, dass die Leute das dafür wollen. Das Tempo ist aber auch nicht nur von alleine zu haben. Wir merken sich wahrscheinlich an dem Tempo. Das Tempo ist nicht besonders hoch. Das hat den Grund, dass wir einfach viel zu wenig Ordner haben. Wenn wir schneller fahren würden, dann wären wir rückzug keine Ordner da vorne und müssen wir stoppen. Also wenn wir mehr Ordner bekommen würden, also wenn Leute die einfach mal eine Weste anziehen mithelfen, dann können wir auch schneller fahren. Das ist jetzt einfach der Grund, warum wir so langsam fahren. Ich werde immer wieder gefragt. Das ist ein organisatorisches Problem. Also, genießt diesen Abend und überlegt euch, ob ihr nicht am nächsten Mal wieder als Ordner mitmacht. Danke. Zurück hier bei den Verkehrsteilnehmern. Jetzt kommt sie an ihnen vorbei, die dritte Silo City Knights von Hannover. Nicht ganz 2000 Jedermann-Radfahrer sind wirklich um 20 Uhr am Hannoverschen Radspiel heute Abend gestartet, auf eine Runde von rund 20 Kilometern. Und jetzt hier bei ihnen aus der Fahrenwalder Straße bei der heutigen Silo City Knights von Hannover. Geduld hier bei der Ausfahrt aus dem Parkhaus, hinter unseren Vorausfahrzeugen folgen nicht ganz 2000 Jedermann-Radfahrer bei der dritten Velo City Knights von Hannover, im großen Vorprogramm zum Morgentag der Velo Challenge mit Start und Ziel von Hannover zum Kinkhaus. Und heute Abend sind sie auch am Masten gestartet und kommen jetzt mit nicht ganz 2000 Jedermann-Radfahrern hier bei ihnen vorbei. Bei der heutigen dritten Video City Knights auf dem City Ring von Hannover unterwegs. Thank you.
Thank you.